Traum gewesen, mal durch den Vierwaldstättersee zu schwimmen. Ich habe den Vierwaldstättersee immer schon einen sehr interessanten See gefunden, weil er erstens sehr verästelt ist. Also man kann schon die Distanz nur abschätzen über die Luftlinie, aber die effektiven Schwimmkilometer sind länger als das, was auf dem Papier steht. Das Wetter ist auch die Bergseen eine Challenge. Ich weiss nie, man kann morgen bei spiegelglatter See reinsteigen und am Ende hat man Gegenwind, Wind mit einem, Seitenwind und es kann zur Hölle werden. Die Zeit ist sehr präsent am Anfang, wenn man oft irgendeinen Fixpunkt hat. Wir sagen, wir möchten ungefähr dann und dann das Gehirn so sein. Wie schnell sind wir jetzt unterwegs? Und ich weiss, es ist ja schon Zeitgefühl durch die Feeding, die alle 20 Minuten kommen. Aber das Zeitgefühl, wie länger das Schwimmen geht, geht immer mehr verloren. Kommen wir immer mehr in die Trance rein und das Ziel wird immer klar vor Augen und die Zeit rückt dann mehr in den Hintergrund. Da spielt sie wieder eine zentrale Rolle, natürlich, wenn ich angekommen bin, was dann wirklich auf der Uhr abzulesen ist. Ja. Wir hatten Prognosen, wir haben am Vortag schon gewusst, dass die Chance vorhanden ist, dass sie uns wird verblosen ab Geersau. Es ist einfach Westwind, der reingekommen ist, kann passieren. Die Natur hat so wollen und da gibt es nicht Angst, als zu akzeptieren. Und wenn man angefangen hat, macht man es fertig. Oben noch am Meckenhorn war ich als ewig und ich einfach gewusst, ich komme nicht vorwärts. Ich sehe es, ich komme nicht. Ich bleibe Ort und Stelle stehen über längere Zeit. In diesem Zeitpunkt jetzt sind wir so weit fortgeschritten gewesen, als zum einen sicher der mentale Wille absolut vorhanden war. Es gibt nichts anderes als Luzern zu erreichen. Und das Zusammenspiel zwischen mentaler Stärke, Wille, ich muss mich anpassen, technisch, dass ich mich anpassen, dass ich locker bleibe, dass ich eins werde mit der Natur und nicht das Gefühl, ich muss jetzt ankämpfen, sondern es gibt nichts anderes, als Beste aus der Situation zu machen, auch wenn es manchmal frustrierend ist und man manchmal zweifelt, muss man einfach sich wieder zurückfokussieren und vorne schauen. Es ist natürlich sicher cool, wenn du weißt, also etwas als erstes nonstop durchquert hast, du hast sicher auch einen Reiz vorhanden und was dich vielleicht noch mal ein bisschen mehr antreibt, jetzt auf die Zähne zu beissen und es durchzuziehen. Rekord, die passieren. Rekord kannst du nicht planen. Entweder hast du super Bedingungen oder eben auch nicht. Und meistens, wenn du nichts Zöriges vornimmst, das ist eigentlich das Beste. Ich war nie die Person, die jetzt jubelnd aus dem Wasser gestiegen ist, je als geschafft, die Euphorie ausgebrochen ist und eine grosse Schau abgezogen hat. Nein, bin ich nie gewesen. Wenn ich aber gerade ankomme, muss ich zuerst die Realisierung an, noch nicht oben. Was ich gemacht habe. Dann steige ich mal auf, dann brauche ich aber schnell meine Ruhe. Dann bin ich nach 12 Stunden und 38 Minuten wieder an einem festen Boden unter den Füßen. Viele Leute denken, entweder spinne ich, oder? Ich habe einen Vogel. Wieso soll ich das machen? Das ist ja nur Schmerz, kein Spass bei der Sache. Wie kannst du dir das antun, oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es, weil es mir Spass und Freude macht. Andere gehen wandern, gehen spazieren. Und für mich ist das Weg auch Wandern, ein bisschen auf intensiverem Niveau vielleicht. Das, was man erlebt dabei, was man sieht unterwegs. Und wenn es zwischendurch halt in der Waschmaschine innen ist und wählt, als man sich wünscht, das wäre nicht so. Ich habe wirklich in einem Bergsee angefangen und beschlossen, am Ende in der Stadt Luzern gestanden. Und das ist schon sehr cool.